Ein paar Sachen, die ich aus meiner 100 Tage 100 Liegestütze Challenge gelernt habe. Und zwar als allererstes ist es, man sollte sich hohe Ziele stecken. Ich habe 100 Tage ausgesucht, weil ich mir hundertprozentig sicher war, dass ich 100 Tage niemals durchstehen werde, jeden Tag 100 Liegestütze zu machen. Ich habe es aber durchgezogen. Das hat mir selber bewiesen, dass ich vielleicht zu mehr fähig bin, als ich mir selbst manchmal zugestehen will. Das Zweite, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, das weiß ich zwar schon ein bisschen länger, aber jetzt wird es auch wieder klar, es gibt Leute, die feiern, was du machst, und es gibt Leute, die haten, was du machst. Ich war am Tag 70 mit meinen Liegestützen oder sowas und jemand rotzt mir in meine Kommentare rein, ey, was soll denn das denn für Wiederholungen sein? Sind das halbe Raps? Machst du dann 200 Liegestütze? Weil das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. So mäßig, ja. Darf nicht. Da habe ich 70 Tage am Stück schon jeden Tag 100 Liegestütze gemacht. Normal ist nicht jede Liegestütze perfekt gewesen. Wisst ihr, wie mir manchmal die Arme wehgetan haben? Also gerade die Schultern, wenn ich noch nebenbei trainiert habe oder sowas. Ich wollte aber keine Ausreden bringen, deswegen habe ich einfach durchgezogen. Wo wir direkt schon mal... Also, manche Leute haten, manche Leute feiern, was du machst. Scheiß drauf, was die Leute sagen. Mach das, was du denkst, was richtig ist und was du für richtig hältst und was dir was bringt. Wo wir schon beim nächsten Punkt sind, nämlich Disziplin. Hätte ich mich nur auf meine Motivation verlassen, wäre ich nach 3 Tagen hätte ich aufgehört. Oder nach 10 Tagen spätestens. Disziplin ist das, was mich durch die 100 Tage gebracht hat. Jo, das war mein Resümee von den 100 Tagen. Peace. Meine GmbH heißt Avnis GmbH.